Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Tutorials zum Thema Augen und Emotionen. Diesmal geht es um Verärgertsein. Also wir zeichnen in Augen die ziemlich wütenden oder verärgerten Gesichtsausdruck uns mitteilen. Als erstes beginnen wir wie immer mit unseren Augen und was da jetzt natürlich schon ganz wichtig ist, sind oben die Falten. Falten oben zwischen den Augen, auf der Stirn und die Augenbrauen, die nicht mehr einfach fast gerade, sondern einen ordentlichen Winkel haben, die praktisch sich so mit so einem kleines oder wie so ein großes A eigentlich verlaufen. Die Augen sind natürlich ein bisschen schmaler, ganz wichtig. Die sind nicht sehr aufgerissen und auch nicht relativ ruhig normal, sondern wenn wir verärgert sind, dann kneifen wir die Augen ein bisschen zu. Das ist auch wichtig, das hier zu berücksichtigen. Dadurch gehen die Augenbrauen auch fast runter bis zu den Augen, also am Ansatz der Nase, werden schmaler. Die Pupillen sind deutlich angeschnitten, ganz wichtig. Und nicht zu vergessen, eben die Stirnfalten. Dadurch, dass die Augen auch zusammengekniffen werden, werden die auch seitlich, links und rechts sozusagen, wo es ausläuft, auch ein bisschen zugespitzt, weil da die Hautfalten entstehen. Und werfen auch zur Nase hin auch dementsprechend einige Falten. So, jetzt kommen die, wie immer, die kleinen weißen feinen Nuancen. Und dann der Glanz im Auge. Wie ihr schon aus dem ersten Teil entnommen habt, sind Augen eigentlich so das Merkmal, woran eigentlich die Emotionen eines Menschen sofort erkannt werden. Damit eure Porträts nicht immer so standard langweilig wirken, versucht einfach mal mit den Emotionen zu spielen. Versucht einfach mal die Augen aufgerissen zu halten, zusammengekniffen, müde oder lachend. Je besser ihr beobachtet, desto spannender und individueller werden eure Porträts. So, wie ihr seht, es dauert nicht lange. Mit den wesentlichen Merkmalen ist ein Gesichtsausdruck, aus dem man entnehmen kann, dass die Person sich über etwas ärgert. Ja, okay, viel Spaß. Und zum dritten Teil, der kommt dann in nächstes Wochenende. Alles Gute, euer Akademie-Routine.